Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Mass Effect 2 in der Legendary Edition. Ist das nicht schön hier? Wir sind gerade auf dem Kollektorschiff unterwegs. Bis jetzt haben wir noch keine Kollektoren gesehen, aber ich habe das Gefühl, da kommen gleich noch ein paar. Irgendwie weiß ich auch nicht. Es ist auf jeden Fall nicht unbedingt schön hier, auch Munition für schwere Waffen. Das ist doch immer ein gutes Zeichen. Oh yeah. Hier sind ganz schön viele von diesen Pots. Wie Alter. Oh. Sehen Sie, an der Decke. Noch mehr dieser seltsamen Kapseln. Es müssen Hunderte sein. Wie viele davon sind wohl voll? Zu viele. Ich registriere keine Lebenszeichen in den Kapseln, Shepard. Wahrscheinlich sind die gefangenen Opfer gestorben, als das Schiff seine Primärenergie verloren hat. Da wirst du dann entführt von diesen Kollektoren-Idioten, die knallen dann irgendwo hin, Schiff geht in den Arsch und du stirbst. Wahrscheinlich wurden die selber noch als Energiequelle oder sowas benutzt, im Notfallmodus oder so, weißt du? 100 Pro kommen wir am Ende bei unserem Ziel an, was wir da jetzt gleich suchen, an Informationen, und müssen uns dann komplett zur Normandie wieder zurückkämpfen. So wird's sein. Hier haben wir noch ein bisschen weitere Kollektoren-Technologie. Shepard, ein Kollektorenschiff ist angedockt. Das wird gleich passieren. Es wird gleich passieren. Gehen wir eben hier lang. Einfach nur gucken, ob da noch was ist. Ne, führt nur im Kreis. Okay. Aber ist alles so organisch, ne? Sieht gar nicht aus. Es sieht irgendwie aus, als wäre das einfach nur in einen Stein reingehauen. So, hier gibt es nochmal wieder Zugriff auf ein Terminal. Das könnte nützlich sein, ne? Oh. Schadensschutz ist immer gut. Gleich speichern. Commander, das müssen Sie hören. Ich habe Edi aus einer Ahnung heraus dieses Schiff analysieren lassen. Ich habe das EM-Profil mit den Daten der ursprünglichen Normandie von vor 2 Jahren verglichen. Beide stimmen exakt überein. Dasselbe Schiff, das mich 2 Jahre verfolgt hat? Das kann kein Zufall sein. Irgendwas stimmt da nicht, Commander. Seien Sie bloß vorsichtig. Wir nennen so etwas auch eine Falle. Ja? Geht's noch weiter hoch? Ja. Kina. Selbst wenn Sie jeden Menschen in den Terminus-System verschleppen, könnten Sie damit immer noch nicht alle Kapseln füllen. Sie werden sich die Erde vornehmen. Nicht, wenn wir sie aufhalten. Ach du Scheiße! Ich steck mal die Waffe weg. Solange da keiner ist, können wir auch normal gehen. Dann sieht man ein bisschen mehr. So, was sind das hier für komische Dinger? Da wird irgendwas in dicken Rohren. Da, auf der Plattform. Sieht aus wie eine Art Steuerkonsole. Wo sind die Leichen der Kollektoren-Crew? Vorsicht, Shepard. Irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Das habe ich mir schon die ganze Zeit gedacht, dass hier was nicht stimmt. Was fließt in diesen Kapseln rum? Okay, wir werden jetzt mal die Normandie kontaktieren und mal fragen, was da abgeht. Weil ich stelle mich mal so dahinter, wie sich das gehört. Die wollen doch 100 Pro, dass ich da stehe. Edi, ich richte eine Verbindung zwischen Ihnen und dem Kollektorenschiff ein. Sehen Sie mal, ob Sie was Nützliches aus den Datenbanken rausholen können. Ein Virus wahrscheinlich. Datenübernahme wird durchgeführt, Shepard. Oh oh. Oh, das bedeutet nichts Gutes. Uns geht's gut. Hier sind alle in Ordnung, Joker. Was ist gerade passiert? Plötzliche Energieüberlastung. Alles hat sich abgeschaltet, aber jetzt sind wir wieder da. Ich konnte den Großteil der Überlastung auf unkritische Systeme umleiten. Oh oh. Shepard, das war keine Fehlfunktion. Es war eine Falle. Wer hätte das gedacht? Ach, das Ding fliegt weg. Na, immerhin müssen wir dann nicht den ganzen Weg nochmal zurückgehen. Wir brauchen hier ein wenig Hilfe, Edi. Ich habe Probleme, die Verbindung aufrechtzuerhalten. Jemand ist im System. Oh oh. Tali, geht's dir gut? Bitte, Leute, aufpassen. Wird ganz schwindelig hier, oder? Dreht sich alles. Oh, guck mal.
erst den Download abschließen, bevor ich irgendwelche Systeme übernehmen kann. Dann sollten Sie sich... Okay, warte mal, jetzt holen wir erstmal unsere Sniper raus. Die Widow. Damit beeilen, Edi. Feind im Anmarsch. Okay, let's go. Feindbeschuss. Immer weiter nachladen und bomb. Okay, der ist weg. Da dockt der nächste an. Schnell, 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 bevor er zu diesem Ding gehört sind. Okay, das hat wohl nicht geklappt. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Edi, bringen Sie uns hier raus. Ich bekämpfe gleichzeitig an über 8000 Knoten Firewalls der Kollektoren. Meine Kapazität ist ausgelastet. Edi, das ist egal. Da muss was gehen. Nichts ist schneller als Chatika, was kommt. Auch Munition, Leute. Irgendeiner von euch Munition fallen lassen? Shepard, Sie müssen meine Verbindung zu der Steuerkonsole manuell wiederherstellen. Ja, warte, ich muss erstmal Munition sammeln, nur für den Fall, dass da gleich noch mehr Dödel kommen. Ach, Mist. Verstanden. Jetzt ist die Konsole aufgegangen. Alter, ich will doch einfach nur ins... Hä? Komm nicht in das Menü. Ach jetzt. Bin ein bisschen doof, Leute. Bin gerade ein bisschen überfordert, Mann. Okay, zur Konsole manuell kriegen wir hin. Ich glaube, wir haben alle erwischt. Ich glaube auch. Deswegen erstmal zwischenspeichern, was nicht geht. Das ist schlecht. Versuchen wir nochmal wieder die Konsole. Hier, komm schon. Hol uns hier raus, Mann. Ich habe die Kontrolle über die Plattform wieder übernommen, Shepard. Sehr gut. Gute Arbeit. Ich wusste, Sie lassen uns nicht im Stich, Edi. Ich arbeite stets mit maximaler Kapazität. Okay, so, bring uns hier haben raus. Haben Sie, was wir brauchen? Ich habe Daten gefunden, mit denen wir das Omega-4-Portal erfolgreich steuern können. Ich habe auch das turianische Notsignal gefunden, das für diese Falle als Köder eingesetzt wurde. Quelle waren die Kollektoren. Das ist ungewöhnlich. Das leuchtet ein. Für mich klingt es logisch, dass Sie die erste Nachricht als Köder gesendet haben. Nein, es ist ungewöhnlich, weil turianische Notsignalkanäle eine Sekundärverschlüsselung aufweisen, die aber bei dieser Nachricht fehlerhaft ist. Es ist unmöglich, dass der Unbekannte das Notsignal für echt gehalten hat. Warum sind Sie da so sicher? Ich habe die Anomalie in den Erkennungsprotokollen von Cerberus gefunden. Und die hat er geschrieben. Er wusste, dass das eine Falle war? Warum sollte er uns in eine Falle schicken? Er hat uns verraten. Keine voreiligen Schlüsse. Wir haben jetzt keine Zeit für Schuldzuweisungen. Wir werden ihn fragen, wenn wir das hinter uns haben. Das ist kein guter Zeitpunkt, um zur Optimistin zu werden, Shepard. Commander, wir haben da noch ein Problem. Das Kollektorenschiff fährt hoch. Sie müssen da raus, bevor Ihre Waffensysteme online sind. Ich werde nicht noch eine Normandy verlieren. Ich habe nicht die volle Kontrolle über Ihre Systeme. Ich tue, was ich kann. Sende Koordinaten für die Shuttle-Abholung. Dann los, Abmarsch! Abmarsch, meine Lieben! Okay, jetzt wird geballert. Müssen wir uns doch nochmal durch das Schiff zurückarbeiten. Wer hätte das gedacht? Um die Ecke. Nehmen Sie die Tür zu Ihrer Rechten. Okay. In Deckung! Und nachladen. Und bumm. Und nachladen. Aktiviere Kampfdrohne. Und nachladen. Oh oh. Schnell, Leute, auf den Vorboten. Oh, scheiße. Den müssen wir mal ausschalten, bevor der übernommen wird. Weil dann wird's richtig scheiße. Wenn der in diesen Ich-bin-kontrolliert-Modus geht, wird's übel. Kurz nach Munition immer gucken, ganz wichtig.
Weiter geht's. Ich habe da ein gutes Gefühl. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das wird super. Super. Wenn hier schon wieder Deckung ist, ne? Weißt du doch schon Bescheid. Und in Deckung gehen. Und den Kopf wegplatzen lassen. Und nachladen. Und den Kopf wegplatzen lassen. Und nachladen. Und den Kopf wegplatzen lassen. Los. Oh, scheiße, ich hab daneben getroffen. Jetzt sind wir im Arsch. Okay, weg. Nix übernimmst du hier. Was ist das, Leute? Ne, da ist noch einer. Warte. Wops. Endlich wieder so ein One-Shot. Ich töte dich, Gewehr. Vorsicht, von rechts. Ja, kriegen wir hin. Wie die so geile Flügel haben, Alter. Das sind zwar Insekten-Ekelhaftigkeitsviecher, aber es sieht schon cool aus, wenn die da so angeglitten kommen, ne? Jetzt hier so ein Strahler, der ist tot. Leute mit Strahler müssen vernichtet werden. Das ist zu gefährlich. Ja, einer weniger. Achtung, Leute, hartartige Wesen. Okay, weiter. Läuft das bei euch noch? Scheiße. Okay, Leute, weiter. Wir schaffen das schon. Wir kommen hier schon raus. Wir kommen hier schon wieder raus. Das wird schon. Edi, bist du noch da? Okay. Edi, wo müssen wir lang? Hier lang? Könnte sein. Ja. Ich öffne eine Tür auf der anderen Seite des Raums. Ach du Scheiße. Komm, Harks! Wo seid ihr? Warte, ich geh mal hier auf den Strahler. Und mach ein bisschen Strahler. Hey, du sollst auf den Strahler wechseln, Mädel. Los, Strahler. Komm. Und los geht's. Egal. Oh, komm, ist egal. Einmal heilen, Leute, füllen. Ist das Vieh jetzt tot? Ich glaube ja. Wo sind meine Kollegen? Leute, kommt mal her hier. Ich brauche eure Hilfe. Ihr könnt mich doch hier nicht alleine rumeiern lassen. Das geht doch nicht. Könnt ihr doch nicht machen. Ich hatte richtig Angst hier gerade. Tür war schön offen. Wir haben hier ein Problem. Vorübergehender Ausfall von Firewall 3217. Leite Befehle durch Firewall 7164 um. Cool. Ich habe erfolgreich eine Tür in der Wand gegenüber geöffnet. Ich halte sie so lange wie möglich offen. Alles klar. Da unten. Da sind wir reingekommen. Jetzt müssten wir bald draußen sein. Okay, wir müssen nur den Weg nach unten wiederfinden. Damit lässt sich was anfangen. Oh, na, da kommt doch noch mal was. Kampfbereit machen! Ich hab hier gar keine Deckung, Alter. Das müssen Sie bald stoppen. Monster. So muss es auch. Immer schön die Köpfe wegballern, Leute. Zack. Einfach weiter.
Barriere muss weg, die Barriere muss weg. Das müsste sie ausbremsen. So, jetzt rauf auf den Typen. So, wunderbar. Was wird hier noch geballert und warum? Wie so ein Ableger. Habt ihr keine Zeit für euch, Idioten, Mann. Vorsichtig! Ich hab keine Munition mehr. Meine Munition ist alle! Ja, ich merke das schon. Warte mal, lass uns mal eben hier auf Hardcore-Waffe wechseln und dann mal den Ableger wegmachen. So muss es sein! Also ich glaube, das war's mit dem Ableger. Jetzt muss ich eben checken, ob hier irgendwo Munition rumliegt, Leute. Hier nicht. I need ammo, please. Nehmen wir die Tempest so lange. Was auch immer das, was das immer auch sein mag. Das wird uns schon hier irgendwie rausbringen. Commander, ich will ja nicht drängen, aber diese Waffen werden in Kürze online sein. Schlage Laufschritt vor, nur damit wir hier wegkommen, bevor ja, sie ja. Die in Stücke schießen. Wir sind am Rennen. Oh je. Yeah. Scheiße, Bruder. Man hat irgendwie den Nahkampfangriff. Ich weiß nicht, wie er geht. Das ist auch ein bisschen problematisch. Oh, Junge. Hau mal ab, Mann. Oh, noch mehr. Oh Leute, wie viel kommen denn da noch? So, weiter bitte. Ist da so ein Leger? So ein Hassleger? Ne, sind davon nur ganz viele Hass gewesen. Hab ich jetzt wieder Sniper-Munition irgendwie zufälligerweise aufgesammelt? Nope. Alter, uns geht langsam die Munition aus. Hashtag Real Talk. Laufschritt! Wir haben keine Zeit mehr, Commander. Wir müssen hier weg. Sie haben den Mann gehört. Alle an Bord der Normandy. Los! Aber nichts wie raus hier. Anschnallen, Leute! Diesmal muss sich der Feind richtig anstrengen. Up and away! Ich kann dem Kerl nicht endlos ausweichen, Eddie. Bringen Sie uns hier weg! Erbitte Zielangabe, Mr. Moreau. Ganz egal, nur weg von hier! In Ordnung. Aktiviere Masseneffektkern. Genau, komm einfach irgendwo hin. Egal wohin. Hauptsache weg. Läuft doch. Puh. Wunderbar. Jetzt wollen wir mal sehen, was der Gute uns zu sagen hat. Geisterschiff. Zu diesem... Sie wollen sicher auch ein paar Worte mit dem Ober, aber hallo, mein Freund. Das wird ein angenehmes Gespräch für ihn. Warte mal ab, doch. Jetzt gibt's richtig LAG. Ich lasse hier nicht mich und meine Crew in Gefahr bringen, ja? Nur weil er mein... Shepard. Eddie hat anscheinend einige interessante Daten extrahiert, bevor das Schiff der Kollektoren wieder online war. Ich kann Ihnen nicht... Was zum Teufel geht hier vor? Sparen Sie sich das. Sie haben uns in eine Falle gelockt und Sie sollten dafür einen verdammt guten Grund haben. Wir brauchen Informationen über das Omega-4-Portal. Dazu war direkter Zugriff auf Daten der Kollektoren notwendig. Diese Gelegenheit konnten wir uns nicht entgehen lassen. Zugegeben. Aber ich mag keine Überraschungen. Schon gar nicht, wenn mein Arsch auf dem Spiel steht. Ja, ich habe sie einem Risiko ausgesetzt. Aber ohne diese Information erreichen wir die Heimatwelt der Kollektoren nicht. Und dann sind sie und alle anderen Menschen so gut wie tot. Es war eine Falle. Aber ich habe auf ihre Fähigkeiten vertraut. Und vergessen Sie Eddie nicht. Damit konnten die Kollektoren nicht rechnen. Warum belügen Sie mich? Er hätte ja auch einfach die Wahrheit sagen können. Dann hätte man sich auch darauf vorbereiten können, weißt du?
Sie hätten mir von dem Plan erzählen können. Sie sagen, ich sei wichtig und tun doch ihr Möglichstes, mich umzubringen. Die Kollektoren mussten glauben, dass sie im Vorteil waren. Sie hätten die Wahrheit an vielen Details erkennen können, wenn ich sie vorher informiert hätte. Außerdem hätte ich sie nicht da reingeschickt, wenn ich Zweifel an ihrem Erfolg gehabt hätte. Ja, ja. Es hätte auch andere Wege gegeben. Ich setze meine Leute nicht aufs Spiel. Es gibt immer Alternativen. Sie mögen ihre derzeitige Rolle nicht. Würde mir auch so gehen. Aber die Fakten geben mir recht. Auch wenn sie solche Entscheidungen vermeiden wollen, müssen sie getroffen werden. Aber viel wichtiger ist doch, es hat sich gelohnt. Edie hat unseren Verdacht bestätigt. Die Schiffe der Reaper und der Kollektoren benutzen ein neues System zur Freund-Feind-Kennung, das die Portale erkennen. Wir müssen lediglich so ein FFS in unsere Hände bekommen. Bisschen spät für diese Info. Ich war gerade auf einem Schiff der Kollektoren. Warum haben Sie nicht gesagt, dass wir dort das FFS suchen sollen? Wie gesagt, Edie hat es gerade erst bestätigt. Außerdem hätten Sie zur Beschaffung nicht genügend Zeit gehabt. Aber uns bleiben andere Optionen. Ein Wissenschaftlerteam der Allianz hat kürzlich festgestellt, dass die große Kluft auf dem Planeten Klendagon in Wahrheit ein Einschlagskrater einer Massenbeschleunigungswaffe ist. Ein sehr alter Massenbeschleuniger. Ich habe ein Team auf die Suche nach der Waffe oder dem Ziel geschickt. Sie haben beides gefunden. Die Waffe war funktionsuntüchtig. Aber wir konnten den Flugweg des beabsichtigten Ziels rekonstruieren. Ein 37 Millionen Jahre alter verlassener Reaper. Wir fanden ihn beschädigt und im Gravitationsfeld eines braunen Zwergs gefangen. Brauner Zwerg? Sind braune Zwerge nicht im Prinzip Sterne, die es nicht geschafft haben? Einfach formuliert, aber korrekt. Es sind Gasgiganten, die nicht genug Masse haben, um Sterne zu werden. Rechnen Sie mit Stürmen und extrem hohen Temperaturen. Der Reaper hat ein Masseneffektfeld, das ihn im Orbit hält. Wahrscheinlich eine automatische Reaktion auf die externen Gefahren. Er ist stabil, aber sicher würde ich das nicht nennen. Ein Reaper aufhalten? Ich habe gesehen, was die Sovereign mit der Flotte der Citadel gemacht hat. Kaum vorstellbar, dass man etwas so Mächtiges überhaupt aufhalten kann. Das Schiff ist ein Relikt aus einem Krieg. Zu einer Zeit, als auf der Erde die Säugetiere ihre ersten Schritte gemacht haben. Von der Spezies, die geschossen hat, gibt es keine Spur mehr. Vielleicht war es ihr letzter Widerstand, bevor sie ausgelöscht wurde. Wo ist der Haken? Ich habe das Gefühl, wir werden nicht einfach reinschneiden und ein Päckchen abgreifen. Wir haben den Kontakt mit Dr. Chandanas Team verloren, kurz nachdem sie an Bord gegangen waren. Erste Nachforschungen brachten keinerlei Hinweise und es war zu riskant, weitere Ressourcen einzusetzen. Aber jetzt brauchen wir das FFS. Ich sende Joker die Koordinaten. In der Zwischenzeit sollten Sie Ihrer Crew sagen, dass ich Ihr Leben nicht grundlos aufs Spiel gesetzt habe. Das würde das weitere Vorgehen erleichtern. Edie, versammeln Sie die Crew. Wir haben viel zu besprechen. Natürlich, Shepard. Okay. Trotzdem, ja gut. Der Unbekannte hat uns also nicht verkauft. Ich hätte es fast geglaubt. Hat uns belogen. Uns benutzt. Brauchte Zugriff auf die Datenbanken der Kollektoren. Notwendiges Risiko. Gefällt mir trotzdem nicht. Na, ich stimme zu. Es gab wirklich keine andere Möglichkeit. Hoffen wir mal, dass dieses FFS funktioniert. Meine Analyse ist korrekt, Shepard. Ich habe auf Basis der Navigationsdaten aus dem Schiff der Kollektoren auch die ungefähre Position ihrer Heimatwelt ermittelt. Das kann nicht stimmen. Systemcheck von Edie? Lassen Sie mal das Diagnoseprogramm laufen, Joker. Unsere VI hat anscheinend einen Software-Bug. Meine Berechnungen sind korrekt. Die Heimatwelt der Kollektoren befindet sich innerhalb des Kerns der Galaxie. Kann nicht sein. Im Kern sind nur schwarze Löcher und explodierende Sonnen. Es gibt dort keine bewohnbaren Planeten. Könnte etwas Künstliches sein. Eine Raumstation. Geschützt von starken Masseneffektfeldern und Strahlungsschilden. Nicht mal die Kollektoren verfügen über die dazu nötige Technologie. Die Sovereign ist eine perfekte Verteidigung. Kein Wunder, dass noch nie jemand von einem Sprung durchs Omega-4-Massenportal zurückgekehrt ist.
Die logische Schlussfolgerung ist, dass es auf der anderen Seite des Portals eine kleine Sicherheitszone gibt, in der Schiffe sich aufhalten können. Die üblichen Protokolle für den Portaltransit wären nicht sicher. Abweichungen von mehreren tausend Kilometern sind dabei normal, und das wäre im Kern der Galaxie fatal. Die Reaper FFS setzt im Portal wahrscheinlich verschlüsselte und weitaus fortschrittlichere Protokolle in Kraft. Holen wir uns das. Wir brauchen ein Team. Nur okay. Weil wir den Kollektoren durch das Portal folgen können, bedeutet nicht, dass wir sie auch besiegen. Ich will erst hinterher, wenn ich weiß, dass wir dazu bereit sind. Ja, sehr gut. Früher oder später brauchen wir das FFS sowieso. Warum also warten? Es ist ein verlassener Reaper. Was ist, wenn die Kollektoren auf uns warten? Bevor wir dieses Risiko eingehen, sollten wir erst unser Team verstärken. Das sehe ich genauso. Weiter Team zusammenstellen. Je mehr Leute wir auf unserer Seite haben, desto höher sind unsere Erfolgschancen. Wir müssen weiterhin das Team verstärken. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Wie sie auch ausfällt, wir stehen hinter Ihnen. Ich wollte gerade sagen, ich muss erstmal die ganze Mission mit meinen ganzen Kollegen machen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt auch doch damit an. Da sind zwar noch ein paar Nebenmissionen, aber wir fangen jetzt an, die Mission der anderen Teammitglieder zu machen, damit die nicht nachher noch in die Binsen gehen, ne? Würde ich vorschlagen. So, jetzt machen wir aber hier erstmal einen kleinen gemütlichen Break. Der Hahn hat vor langer Zeit schon gekräht und ihr wisst, was das bedeutet. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zusehen. Hoffe, ihr habt Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es bei den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.